Also. Ja, schön. Hallo Leute, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück mit dem South Park. Ja, der hier Multikulti Zerreißprobe, ne? Und ja, jetzt habe ich schon vor kurzem Sonne am Start angefangen. Ja. Das gibt's auch noch ja nicht. Okay, die haben wir noch nicht hier geschafft. Oh. Einmal hier, einmal da. Und so, einmal schnell aufbauen, Alter. So. Und so, fertig. Super. Aber dennoch können wir ja gucken hier neue Kostüme. Also nee, sondern hier Kostüme. Also hier gibt es einen Club hier bei dem bei Ubisoft. Ach, guck mal. Hi, können wir auch irgendwie nutzen. Ne? Oh, wie süß. Naja, welcher passt das? Wunderarschanzug, ja. Schicksal. Oh, geil. Ja, Hai-Anzug gepasst hat auch. Hände hat er irgendwas? Wunderarsch, nichts. Okay. Das hat keine. Ja, lassen wir. Ja, dann lassen wir. Nee, ich glaube, brauchen wir nicht. Und es geht so leicht pickelig, aber gibt es nicht, ne? Nee. Okay. Jetzt sind wir hier wie ein richtiger Hai, ne? Wie cool. Sehr schön. Ja, wir gucken mal noch ein bisschen hier herum, ob das was gibt hier Neues. Was? Okay. Alter, ich bin echt mal krank. Meine Nase ist ja total verstopft. Und daher für diesen, also nicht für den 2018, sondern hier schon ja, fast Ende des 2017 habe ich endlich mal Zahnspange. Ja, und jetzt könnt ihr ja malen, warum ich jetzt so irgendwelche Schwachsinn rede. Ne? Quatsch, ne? Ist auch so. So, wie sind. Ah, okay. Also. So, einmal Schrott. Da ist das so, okay. No Drone Zone, aha. Keine Drohne. Warte mal. Ich habe hier hinten was gefunden, aber die da hinten kann ich mal. Also, das waren wir auch. Was sind die denn? Ach, hier sind die. Warte mal. Ach, das ist ja doch locker. Komm mal gegen 15 Eier. Bäh. Besiege die Sechsklässler! Oh, Alter! Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast! So! Mal gucken. Das hier können wir einmal. Könnte ihn ja anfeuern. Ja, ich mach mal ihn einmal. Ah, fuck. Ah, verdammt, ich brenne! Tja. Ich hab zur Zeit. Was? Na dann, Hals und Bein. Was? Okay, einer können wir ja schon richtig platt machen. Boah, mega 130. Alter, das wollen wir auch machen. Dann ist das schon platt. Ah ja. Ich bin jetzt frei.
nicht da von deinem Freund passieren. Tja. Und auch nicht. Ich bin drin. Okay. So, der kann ihn attackieren. Und ich dachte, der Drachen wäre schwul. Schön, dich von dir überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Und der haut ihn die Fresse. Rafflato machen wir nicht. Mega Faust, Pacharu. Du hast die richtig verkloppt, sehr gut. Ich brauche kein Lob, aber danke. So, jetzt ist er der Master. Feuer. Ah, da kann ich so mal dran. Ah. Oh, guck mal, einer ist schon platt. Bah. Das gibt garantiert eine Narbe. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Und tschüss. Das habe ich kaum gesehen. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. So sieht's aus. Yeah. Sehr schön. Wunderbar. Da steigt schon wunderbar schön ran. Sehr schön. Nice. Ach, warum geht das Teil nicht kaputt? Dann ist es ein Bugfehler. Na gut, gehen wir ein bisschen weiter zu Fuß. Wir haben nichts was Neues gesehen. Einmal. Habe ich schon mit dir schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ja, könnte noch länger sein. Vielleicht um etwa 2000 Jahren später. Ist doch klar. Ja. So, warte. Da gucken wir uns mal hier. Also, wir waren ja schon. War ich schon drin? Ja, ne? Denke ich ja schon, ne? So. Ach, wir sind schon fast gleich da. Hinter dem Checkpoint. Das ist hier, ne? Ja. So. Jetzt. Kinder, schön mal die Ohren zu halten. So. Fick. Dich, Mom. So. Ach, das ist ja wunderbar. Na gut, an die Arbeit. Halt Mosquito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. Kenn ich die Lebensberatung? Na gut. Was hast du gefunden, Superbrain? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pearls glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Na klar. Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Kack! Der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? Du bist das Idiot! Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle. Hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde. Jeder. Hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt. Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, geht nach Hause und bereitet uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen. Ja oder nein? Na schön,
Dann nehmen wir mal hier unser Kostüm ab. Ja, es geht jetzt los. So. Geh nach Hause zurück. Ja, geh's. So. Ach so, hier, ne? Nee, ein Zwerg. Lalalala. So, hier ist gesperrt. Okay. Wie kommt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Nein, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Du dumme Schlampe! Du versaust uns doch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Okay. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal hier gleich hier zu Hause. Erstmal ein bisschen was zu gucken. Aber gibt es ja nichts weit Besonderes. So, und wir sehen uns gleich ja wieder. Und bis gleich.